Die Serie Jessie gehört zu den vielversprechendsten Disney Channel Sitcoms ihrer Zeit. Leider wurde sie nach 4 Staffeln abgesetzt, obwohl sie Gerüchten zufolge viel länger hätte andauern sollen. Was ist also schiefgegangen? Wenn ihr bis zum Ende dranbleibt, verraten wir euch das größte Geheimnis, das Disney vor den Jessie-Fans verstecken wollte. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Heute nehmen wir die düstersten Geheimnisse rund um die Sitcom Jessie, die Disney vor uns geheim halten wollte, genauer unter die Lupe. Eine Folge wurde nachträglich zurückgenommen. Wusstet ihr, dass es eine Folge von Jessie gibt, die ihr niemals mehr irgendwo sehen werdet? In der Folge wird ein neues Kind namens Stuart vorgestellt. Er hat eine Glutenintoleranz und wird als nervig und schwierig dargestellt. Ihm werden sogar Pfannkuchen ins Gesicht geworfen. Darüber lachten zwar die Zuschauer im Studio, aber die Eltern der zusehenden Kinder vor dem Fernseher fanden das gar nicht lustig. So führte die Folge zu vielen Beschwerden von den Zuschauern. Es gab sogar eine Petition, die über 2000 Unterschriften bekam, dass die Folge entfernt werden sollte, da sie Kinder mit Glutenallergien schlecht darstellte. Es ist zwar allgemein bekannt, dass Disney gerne bestimmte Lebensstile auf die Schippe nimmt, aber das ging dann wohl ein bisschen zu weit. Eltern waren einfach besorgt, weil sie das Gefühl hatten, dass Kinder mit Lebensmittelallergien in einem schlechten Licht dastehen würden. Nachdem Disney dem Druck der Öffentlichkeit nachgeben musste, gaben sie eine Stellungnahme heraus, in der sie sich aufrichtig dafür entschuldigten, dass die Folge einige Zuschauer verletzte. Sie versprachen, ihre Referenzen bezüglich Glutenintoleranzen zu überdenken. Die Meinungen über die Folge gingen auseinander. Einige Leute fanden das Ganze halb so schlimm, aber für Eltern, deren Kinder wegen ihrer Lebensmittelunverträglichkeiten oft gehänselt wurden, war es ein schwieriges Thema. Habt ihr diese kontroverse Folge damals gesehen? Eltern haben die Serie gehasst. Disney-Serien sind ja für ihren subtilen Humor bekannt, der den Kindern vermutlich entgeht. Doch als Erwachsener war man sicherlich öfter irritiert, wenn man diese Serie sah. Wusstet ihr, dass viele Eltern Jessie abgrundtief gehasst haben? Viele Elternblogger können einfach nicht nachvollziehen, warum ihre Kinder nicht lieber eine andere Serie des Disney Channels gucken wollten. Auswahl gab es ja genug. In Jessie geht es um das Leben von Jessie Prescott, die nach New York zieht und für eine superreiche Familie als Kindermädchen arbeitet. Klingt erstmal nach einer ganz normalen Sitcom soweit. Eltern waren nicht begeistert von vielen subtilen Witzen und beleidigenden Kommentaren. Es gab diverse kontroverse Momente in der Serie, doch die meisten von ihnen wurden von den jungen Zuschauern gar nicht erst bemerkt. Je mehr Staffeln produziert wurden, desto mehr regten die Eltern sich über das schlechte Vorbild, das die Serie transportierte, auf. Sie fanden, dass Kinder das Verhalten, das in der Serie gezeigt wurde, auf keinen Fall lernen sollten oder gar darüber lachen. Dass es außerdem Witze in der Serie gab, die in einer Kinderserie ohnehin nichts zu suchen hatten, werden wir später noch einmal aufgreifen. Es gilt auch als problematisch, dass Eltern in der Serie als absolut unwissend dargestellt wurden. Klar, es ist eine Kinderserie, aber wenn man die Eltern nicht auf seiner Seite hat, lassen sie ihre Kinder die Sendung auch nicht ansehen. Meint ihr, die Eltern haben übertrieben reagiert oder war die Serie echt so schlimm? Viele Anspielungen. Disney ist wirklich gut darin, in Kinderserien Anspielungen und subtile Witze zu verstecken. Als Kinder haben wir diese überhaupt nicht bemerkt. Doch wenn man mal zurückblickt, würde man diverse subtile Witze und Andeutungen entdecken. Jessie ist da keine Ausnahme. Doch die Witze in Jessie sind für Kinder vermutlich viel zu subtil. Berührungen und zu viel Spaß auf Dates, wandernde Finger und Kommentare wie "Son of a Biscuit" als Anspielung auf "Son of a Bitch" werden Kindern wohl gar nicht auffallen. Würde man sich die Serie jetzt noch einmal ansehen, würde man wahrscheinlich noch viel mehr davon finden. Es stieß Eltern auch sauer auf, dass in der Serie Witze darüber gemacht wurden, dass Mädchen ihre BHs ausstopfen, anstatt einfach ein positives Körperbild zu vermitteln, egal wie der Körper aussieht. Außerdem gab es in der Serie Witze über mögliche psychische Krankheiten. Einmal witzelt der Charakter, dass er auf ein Auto spart, damit er sich damit selbst überfahren kann. In der ersten Folge zieht Luke außerdem seine Hose runter und sagt Emma, dass er ihr den Mond zeigen will. Die Serie zeichnete außerdem stereotypische Charaktere und machte sich häufig über Aussehen und Verhaltensweisen lustig. Jessie ist zwar keine Bildungsserie, doch die Eltern waren immer der Meinung, dass zumindest ein inspirierender Wert in der Serie liegen sollte. Meint ihr, dass Disney mit diesen Andeutungen zu weit geht, oder ist das nur unschuldiger Humor, wie in vielen anderen Fernsehserien auch? Eine Verhaftung nur ein Jahr nach der Serie.
Einige unserer liebsten Stars aus Jessie sind in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Es ist kein Geheimnis, dass im Laufe der Jahre viele Disney-Stars außer Rand und Band waren. Denkt nur an Lindsay Lohan, die Schwierigkeiten mit dem Gesetz bekam, und Demi Lovato und ihrem Kampf mit psychischen Krankheiten. Es scheint fast, als würde man teuer dafür bezahlen, ein Kinderstar zu sein. Auch Debbie Ryan war nicht frei von Kontroversen und Skandalen. Am meisten sticht hier wohl ihre Verhaftung gerade einmal ein Jahr nach dem Ende der Serie heraus. Debbie beschreibt sich selbst zwar als Nerd, aber bei ihrem Alkoholtest ist sie glatt durchgefallen, nachdem sie mit ihrem Auto in einen Mercedes gefahren war. Sie wurde festgenommen und die Kaution, die für sie festgelegt wurde, betrug $100.000. Ganz schön viel Geld. Debbie hat sich für ihre rücksichtslosen Entscheidungen entschuldigt. Sie sagte, dass ihr klar sei, dass sie für viele ein Vorbild sei. Sie musste außerdem Sozialstunden absolvieren und an einem dreimonatigen Kurs teilnehmen, in dem es um die Gefahren von Autofahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss ging. Das alles passierte zwar nach dem Ende der Serie, aber Eltern fragten sich zu Recht danach noch mehr, ob dieser Disney-Star ein Vorbild für ihre Kinder sein sollte. Debbie hat sich seitdem von ihrem Disney-Label getrennt und konzentriert sich auf die Schauspielerei abseits des Disney-Channels. Hat Debbie Cole Sprouse gedatet? Okay, das ist vielleicht kein düsteres Geheimnis, doch die Fans wüssten zu gerne, ob an diesen Gerüchten etwas dran ist. Ist zwischen den beiden nur eine Freundschaft oder mehr? Debbie Ryan und Cole Sprouse haben die Gerüchte im Laufe der Jahre ordentlich angeheizt. Falls ihr Debbies Karriere verfolgt habt, wusstet ihr sicher, dass sie in Zack und Cody an Bord als Bailey Pickett mitgespielt hat, bevor sie die Titelrolle in Jessie ergatterte. Im Laufe der Jahre kamen Debbie und Cole sich in der Serie immer näher. Ihre Charaktere Bailey und Cody standen tatsächlich aufeinander, doch waren die beiden auch im echten Leben ein Paar? Das wissen wohl nur die beiden. Debbie hat aber auf jeden Fall zugegeben, dass sie ein totales Fangirl von Dylan und Cole Sprouse war, bevor sie Schauspielerin wurde. Cole hat sie auch schon zu Hause besucht, um ihre Katzen kennenzulernen, und sie haben sich nach dem Ende der Serie mehrmals wieder getroffen. Da schmilzt unser Herz nur so dahin. Datet euch doch endlich! Debbie Ryans dunkle Freundschaften. Die Freundschaften, die Debbie pflegte, wendeten sich auch nicht unbedingt zum Guten. 2015, als sie gerade einmal 21 Jahre alt war und die letzte Folge von Jessie gerade abgedreht wurde, erzählte Debbie in einem Interview mit People von ihrer langen, missbräuchlichen Beziehung. Sie hat zwar nie den Namen ihres Ex-Partners erwähnt, doch sie erwähnte, dass ihre Freundschaft zu einer sehr emotional und physisch missbräuchlichen Beziehung wurde, aus der sie nur schwer ausbrechen konnte. Sie erzählte, dass sie mehrere Jahre andauerte, also hat sie in der Zeit auch noch bei Jessie mitgespielt. In der Serie sah sie immer so glücklich und aufgedreht aus. Debbie sagte auch, dass es etwas dauerte, bis sie bemerkte, dass das, was da mit ihr passierte, alles andere als gesund war. Diese Erfahrung sei beängstigend gewesen. Die Person habe sie bis zu 40 Mal am Tag angerufen, wenn sie nicht bei ihm war. Sie seien ein Leben lang Freunde gewesen, doch als sie die Beziehung beenden wollte, habe die Person gedroht, ihrem eigenen Leben ein Ende zu setzen, wenn sie nicht bei ihm bliebe. Leider sah Debbie sich auch einem Shitstorm gegenüber, weil sie über diese Beziehung sprach. Ihr Ex-Freund hatte sich ebenfalls bei ihr gemeldet und sie dafür kritisiert, das Problem zu thematisieren, da er Angst hatte, dass die Öffentlichkeit denken würde, es würde um ihn gehen. Doch ihr jetzt ehemaliger Freund meldete sich auch bei ihr und entschuldigte sich. Ist die Serie zu weit gegangen? Aber zurück zur eigentlichen Serie. Disney scheint, was den Humor angeht, mit Jessie etwas zu weit gegangen zu sein. Disney ist ohnehin nicht gerade dafür bekannt, kulturell sensibel zu sein und macht sich öffentlich über Themen lustig, die etwas mit Kultur, Religion und teilweise auch dem Aussehen der Charaktere zu tun haben. In einer Folge von Jessie gab es einen indischen Charakter, der einen Witz darüber machte, ein menschlicher Samosa zu sein. Daraufhin entbrannte eine Debatte, ob es akzeptabel ist, in einer Kinderserie derartige Witze zu machen. Eine Bloggerin, die die Folge mit ihren kleinen Töchtern ansah, erzählte, dass ihre Kinder sich mit der Szene extrem unwohl gefühlt hatten. Auch die Art und Weise, wie der Cast das britische Kindermädchen Agatha behandelte, das alle in Schach zu halten versuchte, ist bedenklich. In der Serie wird sich häufig über ihr Aussehen lustig gemacht. Agatha mag zwar nicht unbedingt der netteste Charakter gewesen sein, aber dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, sich über bestimmte Kulturen und Persönlichkeiten lustig zu machen. Ethnische Stereotypen sind in Disney-Serien sehr häufig, sollten es aber nicht sein. Doch Disney weigerte sich, das Problem anzuerkennen. Warum endete die Serie früher? Das kreative Team hinter Jessie wollte die Serie ursprünglich zur am längsten laufenden Disney-Channel-Serie machen. Doch sie konnten die Zauberer vom Waverly Place mit 106 Folgen nicht vom Thron stoßen. Warum ging Jessie also nach 98 Folgen zu Ende? Es ist nicht wirklich klar, warum die Serie überhaupt abgesetzt wurde. Ein Fan hat Debbie einmal auf Twitter angeschrieben und ihr diese Frage gestellt. Ihre Antwort war, dass die Serie ihr Verfallsdatum erreicht hatte und 100 Folgen erreicht hätte. Auch wenn die Serie ihr Ziel nicht erreicht hat, war sie ganz schön beeindruckend.
Scheinbar waren alle bereit, auf neue Abenteuer zu gehen, darunter auch Cameron Boyce, der eine wichtige Entscheidung bezüglich seiner Karriere treffen musste. In Jesse gab es definitiv einige denkwürdige Momente, doch glaubt ihr, dass die Serie wirklich so ikonische Disney-Channel-Serien wie Raven, Blick durch und die Zauberer vom Waverly Place hätte übertreffen können? Cameron Boyce. Reden wir über Cameron Boyce, der Luke Ross spielte. In Staffel 1 war Luke 11 Jahre alt und in der vierten Staffel, also am Ende der Serie, war er 16. Jesse war so beliebt, dass es eine eigene Spin-off-Serie gab. Sie hieß Camp Kickiwaka. Doch darin ging es nicht um Jesse, Bertram und Luke. Der Grund dafür war, dass Cameron Boyce in Gamer's Guide für so ziemlich alles des Senders Disney XD die Hauptrolle spielte und er sich zwischen dieser Serie und Camp Kickiwaka entscheiden musste. Er wählte offensichtlich Gamer's Guide. Glaubt ihr, dass Camp Kickiwaka erfolgreicher gewesen wäre, wenn Charaktere wie Jesse, Bertram und Luke darin mitgespielt hätten? Die Serie läuft zwar immer noch, aber einige Fans vermissen den Cast von Jesse sehr. Meint ihr, dass es einen tiefergehenden Grund gab, warum Cameron eine andere Disney-Sendung wählte, anstatt zum ursprünglichen Jesse-Cast zurückzukehren? Die Feindschaft von Debbie Ryan und Skye Jackson. Laut Klatsch und Tratsch aus der Promi-Szene gab es eine überraschende Feindschaft, die niemand kommen sah. Angeblich fand Debbie einige scharfe Worte für ihre Kollegin Skye Jackson. Während sie noch immer Freundschaften mit einigen ihrer ehemaligen Co-Stars pflegt, ist unklar, wie sie sich mit Skye Jackson versteht. Skye Jackson ist eine Kinderdarstellerin, die in Jesse die Rolle der Zuri Ross übernahm. Zuri ist außerdem eine der Protagonisten von Camp Kickiwaka. Aber wusstet ihr, dass sie und Debbie sich tatsächlich gar nicht verstanden? Am Anfang von Jesse standen sie sich noch sehr nah und teilten auch in den sozialen Medien niedliche Fotos. Doch 2014 entfolgte Skye Debbie auf Twitter. Natürlich fragten sich die Fans, was bei den beiden los war. Es scheint, als hätten die beiden ihre Freundschaft nicht wirklich reparieren können. Skye hatte angeblich einen geheimen Twitter-Account, auf dem sie behauptete, dass Debbie sie am Set gemobbt hätte. Nachdem dieses Gerücht aufgedeckt wurde, bestätigte Skye auf ihrem offiziellen Twitter-Account, dass Debbie sehr unfreundlich zu ihr war. In einem etwas unangenehmen Interview wurde Skye auch zu Debbie befragt. Sie blieb professionell und sagte, dass sich die Wege der beiden einfach getrennt hätten. Natürlich ließ Debbie die Mobbing-Vorwürfe nicht auf sich sitzen und verfasste einen langen Post auf Tumblr, in dem sie sich dazu äußerte. Darin schrieb sie, dass sie hoffe, dass jeder Kinderdarsteller emotional gefestigt und absolut zufrieden sei. Skye postete kurz darauf einen Throwback zu ihren Tagen am Jesse-Set und verpixelte darauf Debbies Gesicht. Worum auch immer es ging, scheinbar haben sie ihren Streit noch nicht beigelegt. Wir können uns vorstellen, dass das der Hauptgrund dafür war, dass Jesse schon so früh abgesetzt wurde. Und das waren die düsteren Geheimnisse über Jesse, die Disney vor uns verbergen will. Lasst ein Like für das Video da und abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke, um keinen Upload zu verpassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.